Willkommen bei HemOffice. Diesmal werden wir nur ein ganz kurzes Video zeigen. Und zwar für diejenigen, die sich vielleicht fragen, welche Lizenz ihres HemOffice-Programms haben sie auf ihrem Rechner oder wann läuft die Lizenz aus oder so eine Fragen, kann man sich selbst ganz schnell beenden, indem man einfach in HemOffice auf den Menüpunkt Hilfe und dann auf Info raufklickt. Hier in diesem kleinen Fenster stehen die wichtigen Informationen. Zum einen hier über dem Strich steht hier jetzt in dem Fall 64-Bit. Ist wichtig, falls die Hotline mal fragt, was haben Sie denn für ein Betriebssystem? Ja, woher soll man das wissen? Man hat einfach einen Rechner gekauft, weiß man noch nicht, ob man 32- oder 64-Bit-System hat, aber für die Hotline ist es manchmal wichtig. Hier über das Fenster Hilfe Info sieht man dann auch, was hat man für ein Betriebssystem, hier in dem Fall 64-Bit. So, kommen wir aber zur Lizenz. Hier hinten steht in dieser Zeile, dass in diesem Fall die Premium-Lizenz ist, bei anderen ist es die Kaufversion und es steht auch drin, bis wann diese Lizenz noch gültig ist. Danach wird sie dann automatisch verlängert. Hat man alle wichtigen Informationen hier in diesem Fenster sofort griffbereit. Wenn man jetzt einen neuen Registrierschlüssel bekommt oder einen neuen Aktivierungscode, wo gibt man den dann ein? Hier nicht in diesem Fenster, sondern man geht dann auf Extras. Und dann hier ganz unten auf Aktivierungscode und dort kann man dann auch einen neuen Schlüssel eingeben. Man kann es dann überprüfen, hat man alles richtig eingegeben, indem man wieder bei Hilfe Info schaut, hat er jetzt den neuen Schlüssel angenommen und dann weiß man da auch Bescheid.